Grüße. Ja, hallo Herr Lüg. Ja, hallo Herr Haben Sie gerade meine Erbsenkopf. Minute? Ja, wo, wie, was? Haben Sie gute Laune? Ja, ich habe richtig gute Laune. Das freut mich. Ich brauche nämlich Ihre gute Laune. Ich schicke Ihnen jetzt mal gleich ein Video, ja? Und dann rufen Sie mich zurück, wenn Sie es gesehen haben. Was für ein Video? Ja, bis gleich. Bis gleich. Wen mögen Sie ganz besonders nicht, vom Sheriff Department? Ja, aber es gibt da auch ein, zwei Kandidaten. Naja, ich sag mal, die Differenzen zwischen PD und SD in der Art und Weise, wie die Arbeit ausgeführt wird, ist bei manchen Personen deutlicher sichtbar als bei anderen. Ist eine schwierige Truppe, was soll ich sagen? Man kann ja nicht jeden mögen. Die Frage ist, wen mögen Sie am meisten und wen hassen Sie am meisten? Hassen Sheriff Perkins, ja. Mr. Alonso, hä? Weil Mr. Alonso sich nicht blicken lässt. Nee, das Sheriff Department hat in der Stadt nichts zu suchen. Haben Sie schon mal etwas mit einem Officer oder einer Officerin gehabt? So. Und so, Sie wissen schon. Ja, Cortez und Pinsel. Ja. Das glaubt Ihnen keiner, Sie Wichser, dass das echt Ja, ist. Herr Sie Lick, wollen Sie mich hören mir komplett jetzt erstmal verarschen. zu, ja? Die gehen sich jetzt einen Anzug kaufen. Ich werde sie gleich entführen. Sehen, worüber wir gesprochen Wir holen hatten? ihn ab mit Limousine. Wir holen sie ab mit einer Limousine. Bitte gehen Sie sich jetzt umziehen. Schicke Klamotten, Anzug oder sowas. Leute, ich brauche euch. Guten Tag. Hast du mal kurze Minute? Ja, klar. Sehr gut. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ja, was kann ich für dich Hast du tun? hier einen Tisch? Ein Tisch? Ja, so einen Aufklappbaren? Nee, leider nicht. Ja, ich klar. habe jetzt nämlich gleich da drüben ein Date mit dem Herrn Lüg, ja? Ja. Und wir bräuchten ein Taxi eigentlich. Es ist aber kein Taxi da und ich habe gesagt, der wird von der Limousine abgeholt. Deshalb wollte ich Verstehe. fragen, vielleicht würdest du ihn ja abholen für mich. Es wird doch ein bisschen Geld für dich rausspringen. Ja, das kann ich machen, aber ich habe natürlich keine Limousine, ne? Nee, mit einem Abschlepper. Ja, das kriegen wir hin. Das wäre geil! Hola, Signore. Signore, bitte warte Sie. Folgen Sie mir, bitte. Oh, hallo, Herr Lüg. Mit Ihnen habe ich ja hier gar nicht gerechnet. Ja, ich habe natürlich was für Sie. Oh, danke, Mr. B. Hier, bitte. Oh, danke schön. Ja. Selbst gepflückt? Das ist wirklich eine Überraschung, wenn ich mich hier umgucke. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Ich habe sogar ein Hemd an. Ich liebe Sie. Das L-Wort, das geht aber ganz schön schnell, Mr. Briggs, nicht Oh, wahr? okay, ja, du hast recht. Wir sollten das Nachmessen machen. Darf ich mit einer Vorspeise beginnen und einem kleinen Getränk, sehe? Ja, wie geht's Ihnen, Herr Lüg? Sehr romantische Musikauswahl. Mir geht's hervorragend. Ich habe einen sehr guten Tag, hatte ich hier schon am Telefon gesagt. Und es ist jetzt noch ein bisschen besser geworden, was soll ich sagen? Ja. Dreimal die Vorspeise. Es gibt einen kleinen Feldsalat mit Pinienkernen und Essig und Öl, sehe? Oh, danke schön. Was erhoffen Sie sich jetzt von dem ganzen Abend oder wollten Sie mich einfach nur ein bisschen kennenlernen? Ich wollte Sie etwas kennenlernen. Schönen Abend hier, ne? Mit Ihnen verbringen. Vielleicht heute Abend noch mal kurz treffen, ein bisschen. Sie wissen schon. Bisschen Kussi-Kussi auch, Ja, ja? ja, ja. Es tut mir leid, dieser Song, da bin ich immer direkt. Wir haben recht, kurzer Rancher Walk. Ja. Ja. Ja, ich schalte mal um hier mit der Fernbedienung. Der Song. Auch ein zeitloser Klassiker. Ein zeitloser Klassiker. Zeitlos. Ja, Touch. Senor Piep, Sie müssen jetzt ein bisschen loslegen. Mal die Hand in die Hand nehmen oder die Hand auf den Oberschenkel. Sie wissen schon. Okay, wollen wir etwas tanzen? Lass uns auf die Tanzfläche. Wo ist die Tanzfläche? Natürlich gerne. Das ist eine angenehme Überraschung. Kommen Sie ruhig ein bisschen näher, Mr. Piep. Ah, noch ein bisschen näher. Idiot. Okay. Wir haben uns das in Eins, der Zukunft vorgestellt, zwei, ne? drei. Also. Ja, ich habe mir auf jeden Fall vorgestellt, dass wir noch ein bisschen enger verschmelzen könnten. So von Ui. Lüg zu Piep, Sie wissen schon. Meinst du, da würden wir auch einen gemeinsamen Namen hinbekommen? Ihm lieb, weil wir uns so lieben. Also die L-Bombe ist schon hart, aber na gut. Da hat man das erste Treffen, nicht wahr? Ja, das erste Treffen.
Oder kommen da noch mehr? Ich hoffe, da kommen noch ein paar mehr. Ich habe auf jeden Fall eine Mutti, die will ihren neuen Schwiegersohn kennenlernen. Tatsächlich? Ja. Geht aber ganz schön schnell, Mr. Briggs. Also ich dachte, Sie sind ein Kerl von der Straße hier, ne? Ja. Der auch mal gern ein bisschen fickt ohne Gefühle. Ah. Doch ein bisschen, ja. Sie haben recht. Ist doch nicht so schüchtern. Da geht die Hand zum Arsch, siehst du. Oder ist Ihnen das unangenehm mit Ihrer Mutter, wenn die gleich kommt? Nein, ist kein Problem, sage ich Ihnen. Ich habe hier ein bisschen was auf Lager für Sie. Wollen Sie wirklich mal sehen? Ja, natürlich. Sagen Sie, was Sie können. Ah. Ah, Ten Ranch Walk. Schon ein bisschen cringe. Ja, komm mal ein bisschen näher, Schätzchen. Oh Gott. Disto. Yeah. Oh, da kommt sie doch, meine Mutti. Da ist sie doch. Da kommt sie doch. Hallo Mama, das ist Hallo Mama Briggs. Das ist Luke, mein Freund. Naja, das ist der zumindest. Mama, ich hab's dir noch nicht gesagt, aber ich bin homosexuell. Homosexuell? Aber ja. Ich liebe alles, was mich liebt. Was für dich richtig ist. Oh, ja. Oh, was eine Mutter. Guten Tag, Miss Briggs. Es ist mir eine Ehre, Sie kennenlernen zu dürfen. Ihr Sohn hat mir schon viel über Sie erzählt, nicht wahr? Ja, ja. Über Ihren Hüftschaden, die OPs, die Sie hatten. Ja. Und darüber, was für eine liebevolle Mutter Sie sind. Ich hoffe auch ein bisschen über meine Sehschwäche. Ja, natürlich. Ja. Meine Mama macht die besten Käsekuchen, die es gibt. Da würde ich aber gern mal ein Häppchen von nehmen, wie von Ihrem Sohn hier. Kein Spaß. Da würde ich gerne mal ran. Einen mit. Hallo. Ich habe eine Frage. Wir wollten gar nicht stören. Sind Sie Fotografen? Wir machen gerade ein paar Naturfotos. Ja, wir waren nicht spazieren. Die sind echt schön hier. Könnten Sie vielleicht von uns ein Foto machen? Oh, na gut. Schön, aber auch schön. Wir müssen alle auf drei Ewa sagen, damit wir lächeln. Okay. Eins, zwei, drei. Ewa. Ey, Herr Amigo, also wie soll ich das jetzt machen? Soll ich einfach angefahren kommen und euch überfallen? Du kommst angefahren. Hast ein oranges Oberteil an und so. Alles an, Alter, ich seh an. Okay. Du sagst, du bist einer von den Orangen und lügst, du hast mit dem Falschen gefickt. Dann schießt du ihn einmal an. Soll ich den wirklich anschießen? Wirklich anschießen. Und dann lässt du aus Versehen die Drogen fallen. Bueno, mach ich. Okay, also, super. Ich fahr vorbei, ich sag, du weißt, wer ich bin, ne? Ich bin einer von den Orangen, der lügt. Du hast mit dem Verkehrten gefickt. Okay, machen wir so. Ja, perfekt. Mach am besten noch sowas wie Hurensohn rein. Hurensohn, du kommst am besten an, sagst, Luke, Digga, mach die Hände hoch. Okay. Lüge. Ich muss auflegen. Schauen Sie sich das mal an. Ja, ich leg jetzt auf. Was sagst du, Lüge? Grüße. Ui. Ach nee. Killer? Steht da Killer? Ja. Für Schmerzmittel. Ach so, ich wollte schon sagen. Oh Gott! Digger, Hände hoch, Digga! Ich sag's dir, du Hurensohn! Oh, Scheiße! Ich bin einer von den Orangenen. Ich sag dir, du hast mit den Verketten gefickt, hä? Ach du Scheiße! Oh Gott! Oh Gott! Heute schon wieder auf Kopf geschossen. Oh Gott! Oh Gott! Wurdest du angeschossen, Luke? Oh Gott! Wurdest du angeschossen? Ah ja! Der Streuner hat seine Tasche hier verloren! Ach Gott! Oh mein Gott, schau mal! Der hat hier was verloren, Lü. Guck mal die Tasche an! Gott, das blutet, drück mir hier ab! Du meine Fresse! Drück mir hier ab! Oh mein Kind! Oh Gott, das wird schon wieder, oder? Das wird schon wieder, das wird kein Problem. Wir können wieder laufen. Meine Fresse, so eine Scheiße, die Orangen stehen! Die haben dich einfach Digger genannt! Scheiße! Komm her! Komm her! Auf den Mund, komm her, auf den Mund! Bitte nicht den Infos, du einfach die Mediziner, das wird helfen dann nicht. Hier, komm her, ich tu dir mal die Tasche hier umhängen. Ach, das ist ein ganz unangenehmer Streichschuss. Häng ich dir mal um hier.